Bei meiner KS 175 im Aufbau haben die Gummis, die hierhin gehören, gefehlt. Doch was nun? So sehen die originalen Tüllen aus. Sie haben nochmal eine Erhebung in der Mitte. Da ich diese allerdings nirgends finden konnte, habe ich sie durch einfache Gummitüllen ersetzt. Diese haben keine Erhebung in der Mitte und eine leicht größere Bohrung, weshalb die originalen Buchsen nicht halten würden. Daher muss man solch dann selbst anfertigen. Die Gummitüllen, die als Ersatz dienen, habe ich bei einem Großhändler mit zwei Schraubenköpfen als Logo gefunden. Vielleicht gibt es die auch noch woanders, das weiß ich aber nicht genau. Die Maße sind 12 mm Bohrung innen, 24 mm außen für eine 20 mm Bohrung, 10 mm dick für eine 4 mm Bohrung. In diese Gummitüllen müssen, wie bereits erwähnt, Buchsen für die M8er Schrauben. Die Buchsen habe ich jetzt aus Aluminium gedreht, da diese dann nicht noch extra verzinkt werden müssen.
Hiermit hält das Scheinwerfergehäuse nun wieder wie eine 1 und damit verabschiede ich mich für dieses Video und sage ciao und bis zum nächsten Mal bei Kartwerk Pfalz.